Aber du kannst ruhig mal hier bleiben, Schatz. Komm, Herr Schatz. Ja, monatelang ausgefeilt. Heute um 19 Uhr das erste Mal geprobt. Drei Mark Simpsons gleichzeitig genau. Auf der Bühne, meine Damen und Herren. Das gab es noch nie im Kulturschock. Tolle Nummer. Edda Klappenbach! Jetzt kann ich verstehen, warum die Leute dachten, das wäre ein Hund. Nee, Schatz. Wie gesagt, Madame kam nicht vom Potter heute in den Kulturschock. Ich warte schon sehnsüchtig auf Amelie, weil ohne Amelie im Background wird die Nummer nichts halt, ne? Hier ist wirklich die Flugasche dazwischen. Die Flugasche. Flugasche im Bergheim. Flugasche im Bergheim. Berschheim. Bersch. Bersch. Genau. Hat was von so Bersch. Bersch. Genau. Oder ja. Sind wir in einer Burschen? Ja, kenn ich nicht. Burschen. Ja. Ah, Birken, ja. Burschen. Birschen. Ja. Birscher Müsli gibt es auch. Das meintest du nicht, Schatz. Nein, es gibt auch Birken. Ich muss dazwischen kommen. Ein Freund sitzt nämlich auf Mallorca fest und muss heute Nacht noch nach Dortmund. Oder kann erst am 15. fliegen. Deswegen fliegt er heute Nacht nach Köln. Ich hole ihn nach der Show ab und fahre den dann nach Dortmund. Amelie, hat drei Amelie, das will keiner wissen. Interessiert mich nicht. Nee, Amelie, also wie gesagt, wenn... Ist aber wirklich so. Kann jemand abschreiben? Hey, war das denn nicht Uschi Blum, deine Schauspielschülerin aus Ost-Berlin? Uschi Blum, ja. Man sagt nicht mehr Ost-Berlin, Herr Stolk. Ja. Hab ich gelernt. Uschi Blum, das ist meine Kollegin auf der Schauspielschule, ich war zusammen mit ihr auf der Schauspielschule in Berlin. War es nicht Ost-Berlin, Frau? Das sagt man nicht mehr, Stolk. Okay. Also immer diese Witze vom Osten. Also ich bin ja auch einer aus dem Osten, ne? Ja, aber sieht man. Das macht nicht besser. Aber daran sieht man, das ist ein paar Rücken, oder wie? Am Rücken? Am Rücken. Hab ich ja schon gesagt, dass ich muskulös bin. Oh, wow! Aber ja. Rasiert, ne? Man kann sagen, was man will, aber sie ist rasiert. Moment, nicht überall. Alles aus! Aus! Lass mal ab, ja, die Kassandra ist teilrasiert. Sie hat auf dem Rücken ein paar stehen lassen. Ehrlich? Ja. Du kannst es dir nicht erlauben, Schatz. Wenn man durch Asche reist, geht ja sowieso nicht. Du bist schwarz hinten, Schatz. Und da zieht die noch ein weißes Kleid an. Naja, egal. Hast du noch, ich bin ich schwarz hinten. Hast du schon mal auf der Autobahn Gras wachsen sehen? Also bitte. Oh, oh, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Meine Hupe. Nee, Amelie, weißt du, was du kriegst? Wenn die anderen schon die Niveau bekommen, bevor ich überhaupt auf der Bühne war, das geht nicht, Herr Störer. Herr Störer, bekomme ich denn einen Tusch? Meine Damen und Herren, Amelie Melz Kurz, die Erfinderin des Negativniveaus. Herr Störer, ja? Eine Frage. Ja? Weil Amelie mag das nicht, bekomme ich vielleicht mit den anderen zusammen einen Samba? Ja, natürlich. Ja. So, ja, jetzt zeig mal, was du kannst. Das ist eine Ankündigung. Okay. Einmal. Ja? Ihr seid auch bereit? Ja, du kannst raus, du kannst in Unterhose bleiben, ist egal. Hey, weil, hast du nicht du gedacht, dass die Unterhose bleiben? Dass Sandra das macht, habt ihr nicht gedacht. Jetzt machen die einen so. Sandra! Langweilig mit Vorankündigung. Jetzt kann man auch überrascht, dass sie es ankündigt. Ja, ja. Ach so. Ja. Sonst versteht er das doch auch nicht, Schatz. Aber so siehst du, so sind wir. Du hast übrigens hier noch von Asche Haare. Guck, da, alles schwarz. Ja, ja, genau. Haare, das sind meine Mohair-Handschuhe. Ja, nee, lieber, ich werde jetzt ein ernstes Wörtchen. Aber die kannst du das mit der Hand nochmal machen? Das sind meine Mohair. Ich kann mal die Hand nur so weit umknicken, du kannst ja ganz nach innen klappen. Halt mal, was, ich kann mal was ganz Besonderes zeigen. Nein, das will keiner sehen, das will keiner sehen, nein. Ja? Ja? Der geht bis an den Arm dran. Der ist wirklich arm dran, dein Daumen. Du hast Gumminulpen an, Schatz, oder? Ich kann noch nicht, warte mal, Arne, bevor du anfängst, Moment, wir machen das jetzt so. Achtung! Derjenige, der das jetzt schafft, Amelie Melz Kurz zu
entknoten, der bekommt ein Kelch umsonst. Na, wer schafft das? Lass die doch verknotet in der Ecke, dann haben wir endlich Ruhe. Ja, gut. Ja, super. Toll. Klasse. Ja. Was kommt denn jetzt? Ja, jetzt, meine Lieben, ein Mikrofon stellen. Genau, jetzt kommt natürlich die Frau, die junge Frau, die natürlich Neuigkeiten hat, warum vielleicht auch Edda Klappenbach es heute nicht geschafft hat, zu uns zu kommen und diverse andere Nachrichten, glaube ich.